Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei MXGP. Und ja, wir wollen weitermachen. Werfen mal eben einen Blick in den Computer auf unsere E-Mails und gucken mal, was der Kollege hier so macht. Ja, der will sich hier auf jeden Fall bald melden. Das hat er ja auch schon bei der letzten Folge angekündigt. Wir schauen mal hier bei den Social Feeds. So, der Ferris, das war ja unser letzter Kollege. Ich glaube, Lehrer hat am Ende der Saison definitiv einen Teamvertrag in der Tasche. Na, das wollen wir doch hoffen. So, Mohamed Basser, ein tolles Ergebnis für einen Wildcard-Fahrer. Weiter so. Der Vukovic hat geschrieben, du hast vielleicht nicht so viel Erfahrung, aber du hast deinen Gegnern wirklich ordentlich Druck gemacht. Und Paolo Lantoni, ein tolles Ergebnis für einen Wildcard-Fahrer. Weiter so. Also, es sieht richtig gut aus. Wir haben ja in der letzten Folge oder in den letzten beiden Folgen die Rennen gewonnen am Lausitzring. So, zur nächsten Saison. Gehen wir mal hin. So, jetzt beginnt endlich unsere erste offizielle Saison der Weltmeisterschaft. Während der Pause habe ich mich mit ein paar Teams getroffen, die daran interessiert sein könnten, dich unter Vertrag zu nehmen. So, dann gucken wir doch mal. Oh ja, da haben wir doch einige. Also wir starten natürlich in der MX2, das ist so die zweite Liga. Und ja, wir haben hier Honda, KTM, TM Racing, dann wieder KTM und wieder Honda. Und ja, ist die Frage, ne? Wir können zu einem Dänen gehen, dann haben wir hier Briten, Italiener, Russen, Norweger, Letten. Ich glaube, der eine Däne hier, der ist noch so allein. Und dann haben wir auch mal eine Honda, die wir fahren können. Ich glaube, da gehen wir mal hin. Und das nehmen wir mal an. So, Weltmeisterschaftsfieber. Eine neue MX1-Saison steht vor dem Start. Die Fans, die Teams und die Fahrer sind kaum noch zu halten. Gut, so, das ist unsere Teamkleidung. Im Ernst jetzt? Können wir da nochmal ein bisschen was drin ändern? Scharlachrot, ja. Ja, das ist schon egal, ist schon okay. Also wir können jetzt an den Overall quasi, können wir nichts dran machen. Aber das geht schon in Ordnung. So, da haben wir die Rennen, das gucken wir uns gleich nochmal an. Wir gucken auch mal unter die Mails. So, ich hoffe, du hattest in der Pause nach der Meisterschaft Zeit, deine Batterien aufzuladen. Für diesen ersten Grand Prix sind unser Ziel mindestens 20 Punkte. Also, ja, erster, zweiter, dritter würde also ausreichen. Das ist ja hier auf beide Rennen gemünzt, die 20 Punkte. Und das sollte normalerweise kein Problem sein. So, und gucken wir hier nochmal Tonkov. Wollen wir mal sehen, ob ich Lehrer hinter mir halten kann. Das wäre ein toller Start in die Saison. Mein Sohn ist ein Riesenfan von dir. Er kann es kaum abwarten, dass du in der MX2 an den Start gehst, damit er dich anfeuern kann. Mit dir im Team hat JTEC Aster Motorsports Racing Honda eine Menge Potenzial. Geh bis ans Limit. Und die Saison erwarte ich wirklich einiges von dir. Ich drücke dir die Daumen, Lehrer. So, das ist ja alles nett. So, dann würde ich sagen, ja, fangen wir mal an. Und zwar geht es los mit Loseil. Ich würde gerne mal ganz gerne gucken. Können wir hier nicht irgendwie das einstellen mit der Schwierigkeit? Nee, scheinbar nicht. Dann müssen wir das immer, ja, machen wir das Saison für Saison. Und ich würde fast sagen, dass wir hier vielleicht mal einen Schwierigkeitsgrad nach oben gehen. Wir haben ja Mittel, Schwer, Realistisch. Ja, machen wir mal schwer. Die Rennen, die waren ja relativ gut und es muss ja auch nicht immer der erste Platz bei rumkommen. Wir wollen ja auch ein bisschen kämpfen und ja, dann würde ich sagen, geht's mal los mit dem ersten Rennwochenende. Da machen wir es auch wieder so. In dieser Folge werden wir hier Training und Qualifying bestreiten und nächste Folge dann Rennen 1, übernächste Folge Rennen 2 und so weiter und so fort.
So, im Grand Prix-Modus kannst du dein eigenes Rennwochenende zusammenstellen und aus verschiedenen Optionen auswählen. Bla bla bla, Manager, Interessen, Teams, Vertrag und so weiter und so fort. Hier haben wir so ein paar Sachen. Mit der Verbundbremse kannst du beide Bremsen gleichzeitig nutzen, wenn du nur die Vorderbremse aktivierst. Bla bla bla. Gut, also hier geht's dann los mit dem ersten Rennwochenende. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal mit unserem neuen Motorrad. Das ist ja das erste Mal, dass wir Honda fahren. Gehen wir mal auf die Strecke und schauen mal im Training uns die Strecke an und vor allem auch das Motorrad. So, möge der Carver-Fahrer hinter uns nicht immer bei uns im Bild drin sein. Ja, der gibt schon ganz schön Gas. Also, wenn das diese Schwierigkeitsstufe ist, dann dürfen wir uns da wirklich nicht viele Fehler erlauben. Ah, ein bisschen weit nach außen gekommen, schade. Schon wieder, da wollte ich doch ein bisschen ausholen, ein bisschen Tempo mitnehmen. Und dann fliegt man sofort auf die Nase, wenn man hier, guckt, wenn man hier ganz knapp über den Rand rüberkommt. Ja gut, macht ja auch irgendwo Sinn. Aber das ist echt hart. Also, da müssen wir wirklich aufpassen, hier. Boah, schon wieder. Also, das war jetzt noch nicht so der Hit. Da werden wir mal gucken, dass wir jetzt in der zweiten Runde dann ein bisschen besser fahren. Aber ich glaube, ich würde, glaube ich, auch lieber direkt, sonst bringen uns die guten Runden hier gar nichts, da würde ich doch lieber direkt dann weitermachen mit dem Qualifying. Da zählt das dann wenigstens alles. Ja, hier, klar, 7 Sekunden, aber wir sind ja auch wie oft gestürzt, weiß ich gar nicht. 3-4 Mal oder so, oder 5 Mal vielleicht sogar. Deswegen gehen wir jetzt direkt ins Qualifying und dann schauen wir mal, was wir da zeigen können. So, wir sehen der Start und danach geht's nach links. Also wenn wir hier ein gutes Qualifying zeigen, dann müssen wir auf jeden Fall uns wieder links positionieren. So, und dann geht's mal los. Oh, nicht zu viel Risiko, man. Es ist immer ein bisschen schwierig. Man sieht ja die Furchen hier auf dem Boden und so ähnlich fährt es sich auch. Also es ist manchmal doch extrem bockig, das Motorrad. Aber bis hierhin sieht es gut aus. Oh, aufpassen, das war ganz knapp. Also deutlich besser als im Training jetzt. So, schöner Sprung mit Scrub.
So, und jetzt darf gerne das Ziel kommen. Bisher war die Runde wirklich sehr, sehr gut. Ah ja, 1,43. Oh ja. Also ich muss sagen, wir fahren ja jetzt schon auf der Stufe schwer. Und da darf man dann auch nicht mehr meckern, ne? Wenn wir hier einen großen Vorsprung haben, dann sind wir wirklich sehr gut gefahren. Und die Runde war ja wirklich sehr, sehr stark. Das wird selber für uns jetzt schwer, da wieder ranzukommen. Derzeit sind wir noch ganz gut unterwegs. Oh, ein bisschen weit raus. 1,5 Sekunden sind wir noch vorne. Also ein bisschen Luft ist da auch noch. Aber jetzt haben wir gerade Probleme. Zehntel sind es noch, die wir Vorsprung vor unserer eigenen Zeit wohlgemerkt haben. Und da ist der Sturz. Ah, da haben wir es doch nicht mehr ganz geschafft. Da waren wir so weit in, dass wir dann doch zu weit nach außen gekommen sind. Logische Konsequenz. Aufpassen. So, die Zeit ist durch. Ja, gute 2 Sekunden Rückstand, 1,5. Also, aber ich denke mal, mit der Zeit haben wir hier wirklich richtig gute Chancen. Schaut euch mal das Moped an, wie verdreckt. Also, das war eigentlich ein ganz guter Auftakt hier. Wir spulen mal so ein kleines bisschen, aber das sieht sehr, sehr gut aus. Und noch mehr als schwer möchte ich jetzt in der ersten Saison auch nicht einstellen. Da möchte ich lieber erstmal einmal MX2 und einmal MX1 fahren als Saison, bevor wir dann nochmal hochstellen können. Ja, aber das sieht alles sehr, sehr gut aus. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Da machen wir dann weiter mit dem ersten Rennen in diesem Rennwochenende hier in Katar, und wäre schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid, Leute. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen hoch. Wir sehen uns nächste Folge, und ja, da geht's dann los mit unserem ersten Saisonrennen als offizieller lizenzierter Fahrer. Wäre schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Wird mit Sicherheit interessant werden. Macht's gut, Leute. Bis dann.